Und damit ein herzliches Willkommen zu Digimon Story Cyber's Love. Ich werde es nur anzocken, um euch das ein wenig näher zu bringen, denn ich werde kein Let's Play dazu machen, denn es ist komplett auf Englisch und ja. Dazu kann ich sagen, man muss zu Anfang einfach komplett nur den Wegen folgen, bis man hier landet. Solange geht alles eigentlich gut. Und dann geht eigentlich schon die wilde Partie los hier. Digital Network. Zeigen wir mal, das sind unsere Digimon. Ne, wir wollen nicht zurück. Ich wollte eigentlich nur schnell die Digimon ein bisschen zeigen. So. Immer bei diesen Dingern hier kommen Monster. Hallo? Hallöchen. Ich wollte schon sagen. Digimon? Aha. Darf ich mal einsetzen? Ich würde mal empfehlen, hier Nano Machine Break einzusetzen. Und zwar hier drauf. Was, Miss? Okay, yo. Also, man kann es eigentlich mit Pokémon vergleichen. Passt auf jeden Fall. Ein Digimon-Spiel, was man so sonst nicht kennt. Oh, 143 Damage. Ist auch schon ein Bukamon. Bubbles auf jeden Fall. Koromon. Oder wie man auch so schön auf Deutsch sagen würde. Wie war das nochmal? Peinlich, aber ich hab's vergessen. Wisst ihr, wie lange ich Digimon schon nicht mehr gespielt habe? Seifenblasen, genau. Level 3 direkt. Auf Level 9, close, gut. Close the things. Bei jedem Level Up werdet ihr euch heilen. Also nur, falls ihr mal auf einen Engpunkt kommt, trainiert einfach ein Level hoch. Dann seid ihr wieder tutti frutti, weil ihr habt am Anfang nur ein Pokémon. Und wenn ihr ein Digimon, wenn ihr anwerben wollt, müsst ihr Escape R1 klicken, hier steht's bei mir, und dann auf X klicken und dann einfach nur Attack klicken. Ich brauche die jetzt nicht, deswegen mache ich es nicht. Brauche jetzt lieber die Erfahrung. Deswegen ich gehe einfach in die nächste Dimension batze. Und ich hoffe, das funktioniert so auch, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur ist es leider nicht ganz so wie zum Beispiel Dragon Quest Monster Jokers. Was ich natürlich sehr abfeier. Aber digitieren kann man hier auch, das finde ich sehr nice. Und man muss nicht zurück digitieren, was ich noch viel nicer finde. Punimon Scan Complete. Oh, wir könnten Punimon weiterentwickeln. Also digitieren. Wunderbar. Lasst uns mal schnell hier durch. Ta 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 ta. Wir müssen einfach hier straight durch. Hallo? Warum nein? Wir müssen hier durch. Dann landen wir wieder hier. Klar, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mit so einem Pixelhaufen rumzurennen, aber passt schon. Wenn ihr dann fusionieren entwickeln wollt, geht ihr auf DigiaWolf. Man kann sogar zurückentwickeln, wenn man möchte. Falls man irgendwie wahrscheinlich eine DNA-Fusion braucht oder so. Hagurumon. Nee. Koromon, nee, das auf jeden Fall nicht. Punim. Weißt du, ich kann schon zu Agumon digitieren. Level 9. Aha, okay. Ich brauche immer so spezielle Vorgaben. Level 3. Wir können also digitieren. Trotzdem. Finde ich ja nice. Das wird doch Dugatomon. Wie geil. Niaromon. Level Rookie oder so? Wir könnten hier wieder eben zurück digitieren.
Das geht noch nicht. Schade. Da brauche ich nur Level 8. Da sind wir auch bald. Level 14 oder higher. Oh Gott. Was gibt's denn, wenn wir wohl auf Level 14 kommen? Das würde mich so interessieren. Gehen wir einfach nochmal hier durch. Ja, ich weiß, ich könnte anwerben. Aber was will ich mit noch einem Koromon? Geh einfach sterben, ne? Ciao, Koromon-Verschnitt. Und Bubbles auf ihn hier. Critical Hit mit 22, willst du mich verarschen? Hm. So was dachte ich mir eben schon. Hydro Water. Zeige es ihm. Wunderschön. Wie kann das sein, dass mein Hagurumon schwächer, mein Koromon schwächer ist? Ach ja, kein Wunder. Nyaromon, Level 3 direkt. Bukamon, Scan Complete. Okay, wenn du meinst. Aber ich werde hier bestimmt bis auf Level 10 trainieren. Kommt drauf an. Also bestimmt auf Level 8, sag ich mal so. Bis Bukamon auf Level 8 ist. Wunderschön. One Shot. Also wie ihr seht, spielt es sich echt wie Pokémon. Oder wie Dragon Quest, also wenn ihr die Spiele mögt, einfach auf Englisch jetzt, dann zieht's euch rein. 50 Schweizer Franken kostet es, dann kostet es vielleicht 1 Euro, 25 Euro, kann so gut möglich sein. Koromon, okay. Finde ich ja sehr nice. Na, will noch ein Monster anbeißen. Denn wir sind schon fast wieder durch. Aber eben, wir können immer wieder hin und zurück, wie wir wollen. 200%. Wir brauchen die echt nicht mehr. Wenn wir irgendwie die Monster noch gebrauchen können, irgendwie verkaufen oder so. Dann Wolkenpalm. Was meint das? Ist das kleines Feuer oder was? Wäre manchmal cool zu wissen. Skill. Hauen wir wieder Bukamon zuerst mal weg. Das ist immer der üble Fred. Und Wolkenpalm haut den aus dem Latsch. Aus den Socken. Und yo. Level up. Wunderschön. Das halbe Team ist ein Level hoch. Warum gehe ich hier lang? Wenn ich hier gleich zwei habe, die ich einfach mal so immer abgehen kann. Okay. Skill. Wieder mal auf ihn hier. Wunderschön. Hauen wir drauf. Skill, Wolkbeam. Schöne Sache das. Und man levelt noch schnell. Muss ich schon gestehen. Auch wenn es hier gewöhnungsbedürftig ist, hier rumzudaddeln. Und wir nehmen wirklich schon 10 Minuten auf. Kam jetzt echt nicht so vor wie 10 Minuten. Hey, Bukamon. Du auch auf 200%, wie niedlich. Aber sorry. Egal wie sehr du dich anstrengst, ich brauche nur einer deiner Sorte. Ne? Und du gehst auch in die nächste Tonne. Ciao! Oh yeah. Auf jeden Fall gefällt mir. Kommen wir noch mit deinem Monster, also mit deinem Digimon.
Oh, wir sind Level 8 mit Pokémon. Dann können wir sogar noch eine Entwicklung zeigen. Finde ich ja sehr sexy. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Da die Zeit vergeht wie im Fluge. Na los. Ihr dummen Digimon. Kommt schon hervor. Ich weiß leider noch nicht, wie man... Was? Was war denn jetzt das gerade? Das sag ich gerade zum ersten Mal. So ein Special Move, was man jetzt gerade hier nicht gerade nötig hat. Auch in Ordnung. Warum gehe ich immer auf die Seite, wenn ich die Seite hier abgehen kann? So. Hi, Pokémon. Zum einer der letzten Male. Denn ich will Koromon auch noch auf 8. Vielleicht kann ich ja noch mehr entwickeln. Oder so. Wunderbar. Und was sagst du? Kommst du hier auch nochmal? Wunderbar. Yeah, Pokémon. Du gibst immer mehr. Da du schon ein weiterentwickeltes Pokémon Damage Up Combo. Auch nicht schlecht. 120. Der ist im Erdboden versunken und der geht gleich hinterher. Koromon hat auf jeden Fall auch sein Höchstlevel praktisch erreicht. Also Höchstlevel. Ich glaube, das, was er zum Digitieren braucht. Mal gucken, ob wir hier noch coole Sachen machen können. Was? No need to recover. Okay. Warum auch immer. Digivolve, was können wir machen? Ja, klar. Pokémon digitiert zu Was zur Hölle bist du denn? Betamon? What the hell, man? Ach so, der hat verschiedene Entwicklungsstufen. Okay. Dann kann ich sie doch noch mal fangen. Also da fehlt mir noch ein bisschen, um einen hier rauszukriegen. Und Koromon? Nee, Level 9. Noch ein Level und dann hätten wir Agumon. Auch nicht schlecht, aber dann wisst ihr auf jeden Fall, wie man Agumon kriegt. Und würde mal behaupten, ich beende hier fresh, fröhlich das Spiel und speichere hier mal ab. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Ja, was soll ich sagen? Wenn es wieder mal ein Let's Play von mir gibt. Wenn es dann wieder mal ein Naruto-Let's Play oder so von mir gibt. Tiddle!